Moin Moin meine Freunde, Supercell hat auf das Community Feedback reagiert und heute einfach mal spontane Balance Changes rausgehauen. Und wir gucken uns in diesem Video mal an, wie sich die Meta ändert und was alles Neues. Viel Spaß! Bisher war die Season ja ziemlich eintönig. Es wurde fast nur Royal Champ und Wavemaster gespielt. Zwischendurch hat man vereinzelt mal so eine Shield Maiden rumlaufen sehen, aber dann hat es auch schon fast aufgehört. Und das wird sich jetzt komplett ändern. Durch die Balance Changes werden wir ein ganz anderes Spielgefühl und eine komplett neue Meta haben. Wir gehen jetzt einzeln jeden Helden und jeden Mini durch. Auch wenn das Ganze wieder mal ein bisschen trockener wird, gebt es euch bis zum Ende. Es ist wirklich sinnvoll, sich das einmal zu verinnerlichen. Vor allen Dingen, um danach passend Decks zu bauen. Also lasst uns mit den Helden beginnen. Wir fangen dann an mit dem momentan noch Brock. Helden bis dato, und zwar den Royal Champ. Er wurde einfach komplett zurückgenervt, also alles, was er mit dem letzten Update bekommen hat, wurde ihm jetzt auch wieder weggenommen. Seine Reichweite wurde von 4 auf 3 reduziert, seine Ulti-Reichweite wurde auch wieder von 4 auf 3 reduziert und sein Stun wurde von 1 Sekunde auf 0,5 Sekunden reduziert. Damit wurde der Royal Champ ordentlich genervt, aber ich glaube, das ist fein, weil er immer noch spielbar sein wird. Es war einfach too much, der Royal Champ war zu krass und ich glaube echt, dass es ganz geil ist, die Lösung. Dafür hat der nächste Held, und zwar die Shield Maiden, einen kleinen Buff bekommen, beziehungsweise sogar einen relativ großen Buff. Magnetic Shield, die Ulti, zieht jetzt alle Feinde an und hält 4 Sekunden. Vorher hat sie nur die Feinde in der Nähe angezogen und jetzt einfach alle. Das bedeutet auch ein Archer in der letzten Reihe. Das ist dann einfach ein Hard-Counter, vor allen Dingen für sowas wie die Queen, für den Royal Champ, für den Wavemaster, also... Shield Maiden kann jetzt echt zu einem richtig, richtig souveränen Helden werden. Außerdem gibt ihr Boast Effect jetzt 3 anstatt 2 Energie, was auch viel ist. Damit hat sie die Ulti noch öfter, aber ich glaube, der ist halt immer noch nicht so krass. Aber die erste Verbesserung, die ist halt wirklich insane. Unser Lieblingsheld, die Archer Queen, war einfach heute Morgen schon wieder komplett broken. Da gab es nämlich auch einen ordentlichen Buff. Erstmal sind die Basis-HP von 6 auf 7 HP erhöht und Inspire, also die Ulti, gewährte einfach 50% Angriffsgeschwindigkeit heute Morgen bei den ersten Balance Changes. Das Ganze wurde dann aber ganz schnell wieder zurückgenommen und jetzt sind es noch 30%. Es war einfach viel zu broken. Die Archer Queen hat wie vom Update das komplette Spiel auseinandergenommen. Letztendlich glaube ich, dass das jetzt relativ fein sein kann mit der Archer Queen. Ich glaube, die ist einer der schwierigst auszubalanciersten Helden. Also vorher war sie komplett broken, dann war sie useless. Mal sehen, ob sie jetzt wieder broken oder useless oder endlich fein ist. Ich bin sehr gespannt. Einer meiner Lieblingshelden feiert auch ein kleines Comeback und das ist der Barbarenkönig. Seine Angriffsgeschwindigkeit wurde von 0,8 auf 0,85 erhöht. Das ist halt jetzt wirklich nicht sehr viel. Aber dadurch, dass einige andere Sachen, die ihn countern, genervt wurden, glaube ich, dass er jetzt super krass spielbar ist. Und bei den Minis gab es auch noch Änderungen, die ihm auch in die Karten spielen. Vor allen Dingen bei den Heal-Minis. Deswegen, ich glaube, kleines Comeback ist da und ich werde ihn auf jeden Fall wieder spielen. Ich denke, dass ich dazu auch auf jeden Fall ein Deck hochladen werde, weil Barbarenkönig ist einfach Liebe, Digga. So viel also zu den Helden. Also Monk und Countess kriegen keine Änderung. Wavemaster war auch fein. Gut, Monk und Countess weiß ich jetzt nicht, ob die fein sind, aber ich glaube, da kannst du momentan nicht ganz viel ändern, um da noch mehr Balance reinzukriegen. Ich glaube, die Countess ist einfach weiter tot. Vielleicht bräuchte sie ein bisschen mehr Leben, aber... Shit happens, Digga. Man kann momentan bei der Anzahl der Helden noch nicht alle im Balance haben. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Minis. Und das sind wirklich viele Änderungen. Wir beginnen mit dem Swordsfishman. Seine AP wurden von 5 auf 6 erhöht und seine Energiekosten wurden von 5 auf 4 reduziert. War nötig und ich glaube trotzdem ist der Swordsfishman weiterhin einer der uselessten Minis im Game. Würde mich wundern, wenn das viel geändert hat. Musketier. HP von 7 auf 8 erhöht und Angriffsgeschwindigkeit von 0,55 auf 0,65 erhöht. Macht es ein bisschen besser, aber auch da ebenfalls glaube ich nicht, dass das so ein krasser Mini wird. Vielleicht jetzt mit der Queen, ich weiß es noch nicht. Also Musketier, da bin ich auch nicht ganz überzeugt von. Der Miner, Angriffstempo pro Upgrade von 0,15 auf 0,2 erhöht. Ich glaube, an sich ist der Buff nicht so krass, aber dadurch, dass jetzt andere Helden wieder gespielt werden können, könnte der Miner doch wieder eine starke Truppe sein. Allein schon dadurch, dass jetzt öfter mal die Queen gespielt wird. Ich glaube, der Miner feiert auch ein kleines Comeback. Auch der Archer, einer meiner Lieblingshelden, kommt zurück. HP von 4 auf 5 erhöht. Angriffsgeschwindigkeit von 0,5 auf 0,6 erhöht. Das heißt, er greift jetzt endlich mal wieder im vernünftigen Tempo an. Ich glaube, das ist echt geil. Ich hoffe, ich kann wieder den Archer spielen. Ich habe ihn vor dem Update schon gefeiert. Ich hoffe jetzt wieder. Ganz einfach. Der Speargoblin. Speartoss-Schaden von 4 auf 5 erhöht, HP von 4 auf 5 erhöht, Angriffsgeschwindigkeit pro Upgrade von 0,15 auf 0,2 erhöht.
Ist auch stabil, also definitiv ein stabiler Buff. Dennoch glaube ich, dass Spear Goblin weiterhin eher für so ein Bossraid geeignet ist. Vielleicht noch in den unteren Ligen, aber oben auf dem Level 10er Gameplay sehe ich ihn nicht wirklich. Kommen wir jetzt mal zu zwei super interessanten Minis, die vermutlich die Meta mit am meisten beeinflussen, würde ich behaupten. Also der Battle Healer und der Healing Ranger. Man wird es nicht glauben, aber durch die Änderung vom Wizard, die gleich auch noch kommt, glaube ich, dass sie insane strong werden. Die AP vom Battle Healer wurden von 11 auf 10 reduziert. Dafür wurde die Angriffsgeschwindigkeit pro Upgrade von 0,1 auf 0,2 erhöht und die Energiekosten wurden von 8 auf 7 reduziert. Ich glaube schon, dass das ein kleiner Buff ist. Klar wurden die HP abgezogen, also ein HP weniger. Dennoch hielt er ja die anderen Minis weiterhin und das ist ja das Wichtige, nicht wie viel HP er selber hat. Beim Healing Ranger wurde einfach die normale Angriffsgeschwindigkeit schon von 0,6 auf 0,7 erhöht und die Angriffsgeschwindigkeit pro Upgrade auch nochmal von 0,1 auf 0,15. Das ist super viel, der greift jetzt sehr schnell an und die anderen Fähigkeiten dazu sind einfach noch krasser. Vor allen Dingen die 3-Sterne-Fähigkeit mit dem Buff. Und der größte Buff für den Healing Ranger, für den Barbarenkönig und für den Battle Healer ist einfach der Nerf vom Magier. Spicy, seine Anti-Heal-Fähigkeit, macht jetzt nur noch 50% Anti-Heal. Das heißt, dass die Truppen nicht mehr nutzlos sind mit Heal, sondern einfach immer noch strong. Auch ein Golden Giant wird immer noch strong sein. Ich glaube, du kannst ein richtig krankes Healing-Deck spielen. Vor allen Dingen mit dem Barbarenkönig. Ich bin super gespannt drauf und freue mich darauf, gleich erstmal Decks zu bauen. Wir sind dennoch lange nicht fertig. Jetzt kommt der Guard. Dieser hat einen heftigen HP-Nerf bekommen. Er hat jetzt nur noch 5 anstatt 8 HP. Dafür sind seine Energiekosten von 6 auf 4 reduziert. Seine Angriffsgeschwindigkeit wurde von 0,4 auf 0,5 erhöht. Seine Shield-Up-Fähigkeit wurde von 6 auf 7 erhöht, also die Shield-Stärke. Und Iron Shield bekommt jetzt eine Bonus-Shield-Menge von 5 anstatt von 6. Ich glaube, insgesamt ist das einfach nur eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob das ein kranker Nerf oder ein kranker Buff ist. Ich denke weder noch. Gegen Wild Champ wird es vermutlich jetzt schlechter sein, weil er jetzt einfach 5 Leben nur noch hat. Aber gegen die anderen, wenn er seine Ulti rausbekommt, ist es schon krasser. Ich glaube, das ist eine Veränderung, die nicht wirklich großen Einfluss hat. Dafür würde der Prinz wieder leicht verbessert. Der Stun für das Verfehlen seiner gezielten Lane wurde von 3 auf 2 Sekunden reduziert. Finde ich gut, der war vorher echt zu lange. Und seine Angriffsgeschwindigkeit pro Upgrade wurde von 0,1 auf 0,2 erhöht. Ich meine, den Prinz muss man nicht wirklich upgraden. Höchstens auf Pony, alles andere ist viel zu risky. Aber trotzdem, kleiner Buff ist schon ganz geil. Der nächste Mini, der eigentlich einer meiner Main-Minis ist, hat einen Nerf bekommen. Und das ist das Giant Skelett. Der größere Boom, der wiegt jetzt nur noch in einen kleineren Bereich. Also 2 Felder in jede Richtung. Das ist echt sehr klein. Aber ich glaube, das ist auch ganz geil, wenn du dagegen spielst, dann ist es echt schon sehr nervig oft mit dem größeren Boom. Vor allen Dingen, wenn du gegen einen Fischer spielst und gezwungen wirst, in den ersten 2 Reihen zu platzieren. Also ist schon ganz passend. Die HP pro Runde wurden von 3 auf 2 reduziert. Das kann wiederum positiv und auch negativ sein. Also gegen so einen Royal Champ kann es schon ganz geil sein, dass er früher explodiert. Gegen eine Archer Queen oder sowas kann es schon sehr nervig sein. Also das ist, glaube ich, eher eine Veränderung als ein Nerf oder ein Buff. Dafür wurde seine Treffergeschwindigkeit von 0,35 auf 0,3 reduziert. Also im Großen und Ganzen ist es schon ein kleiner Nerf, aber ich glaube immer noch, dass es spielbar sein kann und dass man jetzt ein bisschen anders damit umgehen muss, dadurch, dass es halt früher stirbt. Der nächste Nerf ist wieder einer meiner momentanen Lieblingsminis und zwar Golden Giant hat jetzt nur noch 12 anstatt 13 HP, ist trotzdem noch sehr strong und die Angriffsgeschwindigkeit wurde von 0,35 auf 0,3 reduziert. Ist halt wirklich ein sehr krasser Nerf, glaube ich. Allein schon die Angriffsgeschwindigkeit. Weil ihr müsst ja bedenken, mit jedem Angriff steigt ja die Energieleiste. Und die ist halt sowas von wichtig, die wird halt später voll. Ist ein Nerf, kann man aber, glaube ich, trotzdem gut mit leben. Und ich glaube trotzdem, dadurch, dass Anti-Heal vom Magier ausgeschalten ist, ist Golden Giant immer noch ein Muss. Der Mini-Packer hat ebenfalls einen kleinen Nerf bekommen. HP pro Upgrade wurden von 3 auf 2 reduziert. Man upgradet den meistens eh nur auf Dissipate. Ich glaube, das merkt man nicht so krass. Last but not least, der wohl momentan brokenste Mini im Game, der eigentlich immer über Win und Lose entscheidet. Ich hoffe, es wird sich jetzt ändern. Er hat kein Rework bekommen. Es ist der Fisherman. Unser
Hasstruppe im Game. Er hat halt wirklich einen kleinen Buff bekommen, obwohl er schon so broken war. Nein, Spaß, natürlich nicht. Er hat einen Nerf bekommen. Ich hoffe, es reicht auch, dass er nicht mehr komplett darüber entscheidet, wie hoch mein Puls pro Runde geht. Sein Haken stunt den Gegner jetzt nicht mehr. Das ist schon super wichtig. Dazu kommt noch, dass seine AP von 10 auf 6 reduziert wurden, also quasi halbiert. Das ist jetzt nicht so krass, weil er halt abseits vom Haken sowieso nicht so insane gut war. Und seine Angriffsgeschwindigkeit wurde von 0,4 auf 0,3 reduziert. Gut, die AP und das mit der Angriffsgeschwindigkeit sei mal dahingestellt, aber er stunt den Gegner nicht mehr. Das ist ein krasser Nerf. Ich glaube trotzdem, dass er immer noch broken ist. Das wird wohl die Zeit mit sich bringen. Wir werden es ja heute Abend im Stream sehen. Und ich, meine Freunde, bin an dieser Stelle auch fertig. Ich habe jetzt sowas von Bock zu zocken. Ich war noch nicht drin in den Balance Changes. Das sind alles nur Meinungen von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich muss jetzt reingehen. Wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.